haben Donnerstag. Ich bin schon fertig und Lamia auch. Die sitzt hier unten und wartet, dass wir jetzt losgehen. Ich wollte euch mal eben schnell mein Outfit of the Day zeigen. Ich bin übermüdet, also kann sein, dass ich heute ein bisschen aufgedreht bin. Stiefel, Strumpfhose, meinen ersten selbstgenähten Rock. Der ist jetzt, glaube ich, schon ein Jahr alt oder so. Das ist so ein Selfmade-Muster. Ich habe einfach so einen billigen H&M-Rock genommen und den einfach abgepauscht und geschnitten. Ich finde ihn voll schön. Der war eigentlich für den Sommer, aber jetzt, finde ich, geht er auch. So ein bisschen Klecksfarbe, dann so ein Schwangerschaftsoberteil zum Stillen. Ist hier so irgendwo offen. Und ein Cardigan und der ist von Dominik. Ich habe den einfach genommen, weil ich keinen grauen oder schwarzen Cardigan habe. Ja, und ich habe einen neuen Lockenstab, den habe ich jetzt endlich mal benutzt. Guck mal, sieht das nicht schön aus? Oh, da will jemand spazieren gehen. Sollen wir los? Sollen wir los, meine kleine Maus? Und du hast auch deine neue Hose an, ne? In Größe 74, aber die musste ich zweimal umschlagen. Aber da die so schön gefüttert ist, sieht das gut aus. Wir gehen jetzt, mein Schatz. Voll schief. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht. Es regnet ganz schön. Das sah von drin gar nicht so viel aus. Oh, machen wir mal aus, 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 aus. Und hier auch aus. Ja, Haar im Mund. Ja, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich sah gestern so fertig aus, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich habe mich gestern auch gar nicht im Spiegel angeguckt, muss ich sagen. Ich war eh den ganzen Tag zu Hause. Und ja, egal. Heute ist ein neuer Tag. Heute sieht es, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja, geht, ne? Nicht so zum Wegschmeißen wie sonst. Ja, dann wollen wir jetzt mal losfahren und ein bisschen in der Stadt spazieren. Ach, einkaufen, spazieren. Bei dem Wetter können wir, glaube ich, überhaupt nicht spazieren. Voll am Regnen, seht ihr das? Hört ihr das? Wow. Schlimm. Ja, hallo, wir sind wieder zu Hause. Gott sei Dank, jetzt hat mich gerade richtig angefangen, windig zu werden. Zwar hat es aufgehört zu regnen, aber dafür wird es jetzt richtig windig draußen. Wir haben alles gekriegt, eigentlich nichts Besonderes so. Ich zeig euch mal, also das habe ich geholt. Oh, das ist jemand im Garten, okay, von den Nachbarn. Ach ja, von den Nachbarn. Da wird die Satellitenschüssel neu gemacht und da müssen die bei uns in den Garten rein. Okay. Was habe ich denn geholt? Möhren, Bohnen, Speck, was noch? Lauchzwiebeln habe ich geholt, neue Bananen. Die Bananen gehen hier weg wie nichts. Und ja, Avocado, die war matschig. Eine haben wir aber noch, anderthalb haben wir noch. Das reicht bis morgen. Und ansonsten, weil ich so abends so Hunger auf Schokolade und so habe, aber ich kann ja nichts essen, habe ich hier diese Katjes Grünaugbärchen, da ist nichts drin. Die gibt es ja auch noch mit Joghurt und die darf ich natürlich nicht essen. Dann Saftgoldbeeren und lecker Pistazien. Geröstet. Und was ich richtig cool fand, was die bei Penny hatten, ist, sind diese Sprüher hier. Einmal in Gelb und einmal in Blau. Da werde ich Wasser und einen Schuss Spülmittel reinpacken, damit ich hier die Arbeitsfläche einmal so befeuchten kann. Warum ist da Wasser drin zum Teufel? Okay. Und das Blaue werde ich fürs Badezimmer benutzen. Da werde ich auch Wasser reinmachen und einen Schuss Chlor, weil ich das Badezimmer gerne mit Chlor sauber mache. Und da eignet sich das hier immer richtig gut, denke ich mal, damit ich nicht so viel Chlor benutzen muss. Zählt dann länger. Mache ich dann mit Wasser verdünnt, zack, 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 ein bisschen absprühen, gerade die Toilette von innen. Da packe ich einmal die Woche einen Schuss Chlor rein, damit die ganzen Vergilbungen und so weggehen. Und mit anderen geht das nicht weg, habe ich die Erfahrung gemacht. Ein Schuss Chlor rein, über Nacht einziehen lassen und dann morgens abspülen, dann ist die Toilette wie neu. Riecht zwar manchmal ein bisschen streng, ich lasse dann auch immer das Fenster was offen, aber das geht. Jo, ansonsten sitzt die Maus da und spielt. Und ich werde jetzt meine Nähmaschine hochholen und... Was machst du da? Was hast du denn gemacht? Du sollst das trinken. Du sollst nicht duschen. Guckt euch die mal... Oh, du bist klitschnass. Findest du lustig, ne?
Jetzt kann ich dich komplett umziehen. Ja, deine schönen neuen Sachen. Die habe ich ja schon gewaschen. Die musst du nicht. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr trinken. Ist das leer? Du bist ja eine Pflaume. Was machst du für Sachen? Jetzt ist es leer. Jetzt trinkst du Luft, kriegst du Bauchschmerzen. Guck mal, wie nass du bist. Ja, die passt auf jeden Fall zu deinem Outfit, die Flasche. Ach, nee. So hübsch, und jetzt ist die nass. Ich setze sie auf die Heizung. Setz dich auf die Heizung. Ja. Ach, Kinder, Kinder. Dann werde ich jetzt nach oben gehen, dir was Neues zum Anziehen holen. So. So, die Kleine ist im Bett, die war müde nach dem Umziehen. Sich nass machen macht ja auch wirklich müde. Ja, jetzt liegt sie im Bett und schläft, macht jetzt Mittagsschlaf. Wenn die Joanna kommt, ist sie dann wahrscheinlich wach und kann mit uns zusammen essen. Ich habe jetzt gerade Fernseher angemacht. Ja, ich habe gerade Fernseher angemacht, jetzt 12 Two and a Half Man. Und dann werde ich jetzt hier den Rock zu Ende nähen. Wie immer, wunderschönes Nähchaos hier. Aber egal. So, wo ist denn? So, der Rock ist fertig, aber irgendwie gefällt mir das gar nicht. Der ist zwar extra für Sweet gemacht, aber der fällt total merkwürdig, finde ich. Also, naja. Also man kann es tragen, aber vielleicht ist es gewaschen, fällt es anders. Aber gut. Könnt ihr mal auf Instagram gucken, da habe ich ein Tragebild gepostet. So steif unten, der fällt so ab, das ist nicht so meins eigentlich. Aber ich muss mich einfach dran gewöhnen. Ich wasche den jetzt einmal und dann mal gucken. Die Falten sind okay. Ja. So, Essen machen jetzt. So, ich wollte jetzt Essen machen und habe gerade meine E-Mails abgecheckt und da war eine Nachricht drin von einer Zuschauerin, von einer neuen Abonnentin, dass die liebe Lilly von Lilly's Life ein Video gedreht hat mit Kanalempfehlungen und wir waren dabei. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mir gerade ein Video angeguckt. Falls du das siehst, ich freue mich total und habe das auch direkt unter deinem Video kommentiert, falls du es lesen solltest. Ja, mach weiter so, deine Videos sind auch total süß und bezaubernd. Ich gucke dich auch total gerne. Ja. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich werde jetzt Essen machen und draußen sieht es so aus, wenn irgendwie ein Unwetter geben wird. So, ich werde jetzt ein Foto aussuchen von Lamia, was wir heute Abend ins Krankenhaus mitnehmen müssen. Alle Eltern, die da hingehen, müssen sollen ein Bild von ihren Kindern oder ihrem Kind mitbringen, welches Neurodermitis hat. Die werden dann vorne hingehangen, damit man weiß, über welches Kind man halt gerade redet. Und ja, ich werde jetzt hier meine Box durchsuchen, ob ich ein schönes Bild habe. Die Box hier hat die Joanna mit dem Dominik zusammen zum Muttertag mir letztes Jahr geschenkt. Das ist eine Fotobox. Super schön, mit ganz vielen Bildern. Die haben die beklebt. Echt total süß. Und hier drin
Da sind wir wieder. Wir sind wieder von der Schulung da. Wir haben jetzt 8:50 und sind kaputt und haben Hunger. Hunger, ja. Und dann kaputt. Genau. Oma ist jetzt auch gerade nach Hause gegangen. Die Mama von Dominik war hier, Schwiegermutti, Oma Linde. Oma hat auf die Kleine aufgepasst, hat alles gut geklappt. Sind beide pünktlich im Bett und beide sofort eingeschlafen. Und Joanna hat sehr gut auf Lamia aufgepasst. Hat ganz genau geguckt, was die Oma Linde macht. Du darfst ja die Banane so nicht geben. Du musst die erstmal klein machen. Süß. Ja, die Schulung war gut. Beziehungsweise sie war sehr gut. Ne? Ich fand sie auch gut. Ja. Viel gelernt. Viel wussten wir schon, weil wir uns halt selber informiert haben. Aber trotzdem viel gelernt und irgendwas bleibt immer hängen. Ja. Und es ist auch schön zu sehen, dass man da nicht so alleine ist mit seinem Kummer und seinen Sorgen und seinen Leiden mit den Kindern. Dass man dann so Gleichgesinnte hat. Ja, nächste Woche ist Psychologie dran, ne? Psychologie, hm? Ja, und dann wird das durchgenommen. Hat uns auf jeden Fall schon ein bisschen weitergeholfen. Und man hat uns gesagt, dass es sein kann, dass es mit... Die haben gesagt, umso früher die Sachen auftreten, umso wahrscheinlicher ist es, dass es wieder weggeht. Zwar legen wir jetzt da nicht so viel Hoffnung rein, aber gut, dass man das so im Hinterkopf weiß, dass es eventuell weggehen könnte. Gerade die Lebensmittelallergie könnte sein, dass sie im ersten Jahr verschwindet oder nicht so stark mehr ausgeprägt ist. Das müssen wir aber dann austesten. Ja, ein paar viele schon mal. Passt jetzt wirklich da rein? Das ist egal. Das ist real life. A real life, baby, real life. Das Big Brother watching you. Big Brother is watching me. Guck mal, habt ihr vermisst, wie der Dominik ist? Ihr habt den schon so lange nicht gesehen. Nicht mehr essen gesehen. Der ist ja wieder arbeiten, Mr. Business. Und ist dann nicht so oft zu Hause. Wie ich alleine. Aber jetzt ist er ja wieder. Morgen Abend ist er auch wieder weg. Komm, du genießt doch die Zeit. Gar nicht, ist doof ohne dich. Wenn du mir das nicht glaubst, ja. Ich weiß, 3 Wochen am Stück, da, ich glaube schon so ein bisschen, dass du froh bist, wenn ich dann morgens weg war. Ja klar, jetzt bin ich froh, dass du aus dem Haus bist. Das war mir jetzt zu positiv. Ich habe auf jeden Fall weniger in der Küche aufzuräumen. Das ist schon mal positiv, aber... Toll. Ja, wie gestern, als du gesagt hast, ich habe den Besser und die Margarine da stehen lassen, weil ich noch was essen wollte. Oh, oh, oh. Das habe ich nichts für zu, ne? Vorgestern war das. Vorgestern habe ich die Küche aufgeräumt, weil ich dir, und dann hast du gesagt, ja schön, das ist ja schön, dass du das machst, aber jetzt hast du mir ja die Arbeit für heute weggenommen. Deshalb habe ich gestern dann gedacht, ja, aber für legst die extra mal die Küche voll. Genau. Und dann sagst du, ja, du machst mir so viel Arbeit. Das war ironisch gemeint. Ich weiß manchmal nicht mehr, was man die Ironie ist und was nicht. Ja. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns morgen. Tschüss! Schönen Abend! Sag nochmal! Schönen Abend! Schönen Abend! Schönen Abend! Schönen Abend!